Yo guys, what's up? The Blue Gangster is here. Mit einer, wartet mal. Tekken-Aufnahme. Ich hoffe audio-wise, von wegen meiner Stimme und dem Game-Sound, ist alles cool. Und ich wollte euch mal zeigen, wie man mit seinen Mains einen schlechten Tag hat. Ich war mit denen schon im gelben Rang 14. Dan. Wurde dann aber wieder runtergestuft und zwar fast viel weiter runter, fast schon in den blauen Rang, bin wieder hochgekommen. Und wahrscheinlich, wenn ich jetzt spielen werde, komme ich wieder in den blauen Rang runter. Also ich mache Fett Minus, aber ich zeige euch mal, wie das aussieht, wenn ein Tekken-Spieler, vor allem ein Tekken-Noob, der meistens im grünen Rang mit seinen Mains ist, also mit allen seinen Charakteren, die er spielt, wie scheiße das laufen kann halt. Ah, fuck, ich hab vergessen. Scheiße, ich hab vergessen, die Stimme und so leise zu machen. Jetzt ist das Audio zwar leiser, aber... Ja komm, da gehe ich nochmal raus. Ich drück doch Start, wie verrückt. Ja, wir machen zum Vergleich einmal so und einmal mit dem Lautstärke unten und dann werdet ihr sehen, was ich meine. Ich frag mich gerade, wieso ich nicht rausgekommen bin, komisch. Yo. Leider hat meine Game Capture keine Videoaufnahme. Das heißt, ich muss Video immer getrennt aufnehmen. Meine PlayStation von der PS4 hat halt ein Mini-USB. Das passt nicht in meinen PC rein. Deswegen muss ich dann eine extra Webcam dafür besorgen. Ich habe mir schon so viele Sachen extra nur für Gameplay geholt. Also neben den Konsolen. Mindestens 3-4 Mikros, 4 verschiedene Game Captures. 3 verschiedene Kameras und weiß ich nicht wie viel Kabelsalat dazu, also das ist echt krass. Jetzt habe ich bin zwar nicht komplett zufrieden damit, aber es funktioniert, ja. Oh, sorry, der wird zum gelben Rang rüber, wenn der gewinnt. Ich wünsche mal ihm Glück. Wieso hat das jetzt getroffen? Meine Schuld. Oh, der spielt hier um sein Leben gerade. Warum hast du den Kombo nicht weitergeführt? Was war das gerade? Ja, schlecht von mir, gut von ihm. Das könnte es sein, wenn er nicht rechtzeitig... Sehr gut. Hat er versucht zu blocken, hat nicht funktioniert. Okay, erste Runde an mich. Round 2. Fight. Kennen wir schon. Schade, ich war zu langsam. Ist mir ein Wall Splat und ein Combo. Okay. Ich greife auch noch an wie ein Idiot. Ja, warum blocke ich das nicht? Warum hat er das nicht geblockt? Das war so klar. Das war so klar. Round 3. Fight! Ja, ich war wieder zu langsam. Ich muss echt besser mit der Stance werden, sonst führt es nirgendwo hin. Und es war gerade echt schlecht vor mir. Das hat er sehr gut voran. Okay, während ich angreife, funktioniert nicht, sorry. Der hätte mich fett kriegen können. Okay.
fuck. Wollte ich gar nicht. Ah, der war gut. Aber das wollte ich gar nicht. Ich hätte was ganz anderes gemacht. Ah, ich muss echt lernen, diese Grabs. Der war gut. Schade. Ja, der war nicht schlecht. Gute Falle. Ja, komm. Und wie dumm ich da reingelaufen bin. Ah, ich hätte aufpassen sollen. Selber schuld. Ich hätte es gewinnen können, ganz einfach. Sag jetzt nicht, der bricht die Verbindung ab. Das passiert mir die ganze Zeit, wenn ich Tekken zocke. Und auf einmal ist die Verbindung weg und man denkt, ich bin's. Aber der hat doch zwei Bars. Ja, ist weg. Das hätte ich gewinnen können. Aber egal, jetzt kann ich die Geräusche ja runterdrehen. Ich verstehe das nicht, wieso das so ist. Ich habe keine Ahnung. Ich mach die... Obwohl, die Verbindung sollte ich nicht runterdrehen, weil sonst wird es noch schlimmer. So, jetzt machen wir mal die Dinger hier auch auf 1. Oder auf 2. Jetzt hört man die gar nicht mehr. Lassen wir mal auf 5. So. Müsste eigentlich okay sein. Und ich nehme mal jetzt die King-Kleidung von denen, also meine Godmode-Kleidung, wie man so schön sagt. Ranglimits ist mir scheißegal. Keine Beschränkung. So, dann einmal, nehmen wir mal Lore als erstes. Der noch einen Rang unter Jin ist, was ich überhaupt nicht cool finde. Ich will beide auf dem gleichen Rang haben. Nochmal für die, es nicht wissen, warum ich immer hochgucke. Da ist mein Bildschirm, da ist die Cam und ich kann es nicht ändern. Nein. So. Ich könnte schon ändern, aber dann würde das ziemlich scheiße aussehen. So. Das Ekligste ist, dass ich mehr Losts als Wins mit denen habe. Das ist echt traurig. Bam. 101 in dein Gesicht. 104 in dein Gesicht. Es geht sogar so, aber der ist so einfach zu blocken. Und ich kann es sogar noch schlimmer machen, denke ich. Hundertachtzig ist das komplette Leben, nur mal so. Ich glaube, ich könnte den sogar noch. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, krasser geht's gar nicht mehr. Ja, auch nur 160. Aber dafür viel komplizierter und mehr Hit halt. Und wenn da noch eine Wand wäre, dann würde ich die 180 voll kriegen. Gut zu wissen, dass ich ein Instant Death Combo mit denen habe. Aber die sind halt unrealistisch, weil wenn sowas trifft, dann muss der Gegner schon ziemlich schlecht sein. Get ready for the next battle. Freaky Beast Boy. Ich glaube, ich habe gegen den schon mal gespielt. Ja, doch Link Xiaoyu und Kunimitsu als Avenger, ja. Ja. So, wünsch mir Glück. Ja.
Sorry. Der rastet aus. Okay. Okay. Sorry, ey. Schade. War meine einzige Chance, das verliere ich zwar jetzt, aber scheiß drauf. Boah, wegen der Sandstain Sidestep, krass geil. Wie das trotzdem trifft. Alter, das war so rotz gerade. Der tut mir gerade echt leid, weil das war echt gerade übelst rotz. Ich habe zwar angegriffen, aber gut, er war schneller. Okay, dann trifft halt nicht. Ich kann nicht mal punishen, was geht? Dieser krasse Packer, Alter. Schade. Ah. Schade, ich hätte aufpassen sollen. Ich hätte nicht direkt angreifen sollen. Okay. Fuck. Okay. Warum trifft er immer zuerst? Schade. Ah, es war doch so klar, dass das kommt. Boah, Rotz gehabt. Selber schuld. Ich hätte es nicht machen dürfen. Ich hätte einfach einmal packen sollen und fertig. Schon zwei Runden wegen mir verkackt. Wisst ihr, wie traurig sowas ist? Schade. Sehr schön. Es muss nur noch weit genug gehen. Tut's aber leider nicht. Okay, das war's. Sehr gut von mir noch gerettet, obwohl ich zwei Runden total verkackt habe. Und die Wand da ist nicht mal kaputt gegangen. Jin, pow, pow. Bestehe. Die waren einfach von Tekken 3, weil in Tekken 1 und 2... Ja gut, wobei Tekken 2 das allererste Spiel war, das ich direkt zur PlayStation 1 dazugekriegt habe. Ich hatte nie wirklich einen Main Character, ja? Hatte ich nicht. Ich habe halt nur Law gespielt, weil der in Tekken 2 halt komplett Bruce Lee, ja? Dann noch Lei Wulong wegen Jackie Chan natürlich. Weil der sah auch aus wie Jackie Chan aus den Movies, die man halt kennt. Und
Ja, und ansonsten noch ein bisschen Jun, aber ganz, ganz wenig. Und die anderen habe ich nicht so richtig gespielt. Von Anfang an, wer mir halt nicht gefallen hat, war Jack, weil der war halt zwar riesig und stark, aber so langsam wie seine schweren Attacken waren, so hat mir einfach nicht gefallen, war nicht mein Ding. Und wartet mal kurz. Ich hätte was anderes machen sollen. Okay, das trifft nicht mehr. Oder doch? Ja, und dann kam halt Tekken 3. Dieses Spiel habe ich mir sogar dreimal geholt, weil ich habe es immer so oft gezockt, bis es richtig am Arsch war. Und Holland fand ich ein bisschen komisch. Xiao Yu habe ich auch nicht kapiert. Die Capos, also Eddie, haben immer meine Freunde genommen, gegen die ich gespielt habe, weil es ja einfach nur Spam und fertig. Und die zwei, die mich halt sofort angesprochen haben, waren Lore, weil Lore hatte dieses Outfit da an, was sie auf dem Bild sieht mit dem weißen Oberteil und dem blauen, mit der blauen Hose. Und das hatte der in dem Movie, das ich kurz davor gesehen habe, hatte das Bruce Lee an. Und ich fand die Mucke, die Stage fand ich so geil. Habe ich mir gedacht, boah, das wird mein Charakter. Und dann kam halt noch Jin dazu und ich dachte mir so, blaue Blitze basht der. Der war einfach so frisch, der Charakter, dass ich gesagt habe, ich spiele jetzt nur noch mit den Zweien. Ich habe zwar auch mit den anderen trainiert und so. Es ist wieder der gleiche, ja. Aber die zwei seit Tekken 3 einfach, bam. Diese scheiß Grabs. Ich muss öfter von unten angreifen. Klar. Ah, ich hätte blocken sollen, ich Idiot. Das mache ich auch fast gar nicht. Okay, das war Rotz von mir jetzt. Ja. Und wieder eine Combo verkackt. Klar. Hey, hör doch auf. Noch was? Ist klar. Der ist schneller als mein Wild Standing 2, natürlich. Das ist auch. Ja, genau. Der hat gerade so Rotz wegen weiß ich was allem. Ich verstehe es einfach nicht. Bei mir kommt gerade gar nichts durch. Fatz ab, Alter. Warum drücke ich immer Dreieck? Genau. Endlich macht das. Was ist los gerade? Klar, und das war's auch. Ich habe gerade so Unglück gehabt, ich verstehe das nicht. Was war da gerade los? Aber das war gerade einfach nur komisch. Ich meine, ich mache da Attacken, ja, ich drück Forward, Forward, To, ja, dieses Bam, dieser, damit er wegfällt, damit ein bisschen mehr Abstand ist. Was macht der Forward, To? Denke ich mir so cool. Dann mache ich lauter Launcher und so und die machen die ganze Zeit was anderes, denke ich mir so fresh. Und dann kommt der dazu noch mit Sachen durch, die bei mir normalerweise gar nicht treffen würden. Läuft. Neuner Held. Falls ihr euch fragt, also falls ihr das hört, was das für eine Mucke da ist. Das ist von Dragon Ball GT Final Boat. Bestes PlayStation 1 Dragon Ball Game neben Ultimate Battle 22. Und es war halt das erste Dragon Ball in richtiger Grafik.
Da gab es auch zum ersten Mal diese Beam-Struggles, also Kamehameha gegen weiß ich was, wo du dann schnell drücken musst, diese überschnellen Kombos und alles. Aber die Soundtracks des Games, die waren einfach Bombe. Und das war gerade das Piccolo-Theme, das ich in meinem Online-Trainingsmode-Dings drin habe. Normalerweise hätte ich da was von SAO drin, aber das hier ist eher so ein Theme, das kann ich die ganze Zeit in Endlosschleife hören und es würde mich in keinster Weise irgendwie aufregen oder so. Willst du mir hier mit Poking kommen oder was? Schade, das wär's eigentlich gewesen. Das hier ist von Tekken 4 in der Stadt. Ah, fuck. Nur weil das nicht getroffen hat. Selber schuld. Na. Ja. Musste das jetzt sein? Sehr schön. Wollte mich poken und hat direkt einen Hubkick kassiert. String in die Fresse. Warum hat er den nicht? Ja, genau. Schlecht geteilte, darin bin ich am schlechtesten. Meine Tags, die, wie sie getimed sind, einfach nur schlecht. Willst du mir jetzt die ganze Zeit mit Poken kommen, weil du nichts Besseres drauf hast? Junge, du bist 13. da, hau mal ein paar Kombos raus. Hast du so viel Angst, dass du nur mit Poken vorankommst? Ich meine, wir sind hier keine Koreaner, Alter. Ja, fuck, Kombo verkackt. Wie er blocken wollte. Schon wieder. Ah ja, ernst jetzt. Klar killt es mich komplett. Ich sag euch, ich wusste schon von Anfang an, dass es ein schlechter Run wird und genau deswegen wollte ich es aufnehmen, damit ihr seht, was da mal so abgeht. Der bleibt einfach hinten und versucht nur zu kontern. Das ist so feige. Und der kommt auch mit da auch noch durch. Wisst ihr, wie noob ich mich da fühle? Ich kann ihn nicht mal punishen. Nichts funktioniert gerade. Und der kommt mit allem durch. Ich hab ihn nicht einmal gelauncht. Nicht einmal. Was war denn das für... Ich bin gerade einfach nur schlecht. Einfach nur schlecht. Aber genau, ich wusste genau, dass das passieren wird. Und genau deswegen. Weil ihr seht ja sonst immer nur Dings, wo ich gewinne, wo ich gut bin und so. Und hier will ich einfach euch nur zeigen, ich bin gar nicht so gut, wie die meisten von mir denken, die... Also, Leute, die hauptsächlich nichts mit Tekken zu tun haben, sondern Tekken von mir kennen und sehen, boah, der kann Kombos, boah, der kann dies, boah, der kann das. Dann habe ich die ganze Zeit gesagt, ich bin gar nicht so gut, ich bin voll der Noob, ich bin nur die im grünen Rang, ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Ich kenne schon ein paar Sachen, aber ich bin voll schlecht, ja? Und die so, ja, du laberst doch scheiße, gegen dich hätte ich keine Chance, bla 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 bla. Hier seht ihr es, das hier ist der Beweis. Selbst Leute, die ein paar Ränge weiter drunter sind, ja? Selbst die machen mich kaputt. Das hier nehme ich extra für euch auf, damit ihr seht, was für ein Noob ich eigentlich bin. Ganz einfach. Und dann kann ich es für mich selbst angucken und kann sagen, okay, das und das und das muss ich trainieren. Das Ding ist, ich habe halt gerade keinen Trainingspartner, weil all meine Freunde sind halt anders beschäftigt. Die haben auch nicht die ganze Zeit immer Bock, nur Tekken zu zocken. Oder herzukommen, nur um Tekken zu zocken.
Und online, die sind halt immer so, anstatt dass sie trainieren, spielen sie halt um zu gewinnen. Da benutzen sie auch schmutzige Tricks und sonst den Scheiß. Ist denen Kacke egal, solange sie gewinnen. Auch wenn es nicht um Rang geht oder so in der Lobby. Und ich kann halt nicht trainieren. Und die ganze Zeit im Trainingsmodus alleine oder gegen Computer im Geisterkampf, das macht mich nicht besser. Ich muss gegen jemanden konstant spielen, der so viel besser ist als ich, dass ich kaum gegen ihn gewinne, so gut wie nie gegen ihn gewinne und nur so ganz kleine Chancen habe. Und dann gegen den locker 5 Stunden, den ganzen Tag durch, bis ich selber merke, okay, jetzt habe ich Fortschritte gemacht. Nur so kommt man weiter, nur so wird man besser in Tekken gegen die Spielen, wo man von vornherein weiß, okay, gegen den habe ich eigentlich keine Chance, aber gegen den zocke ich jetzt 10 Stunden lang durch, bis ich irgendwas rausgekriegt habe. Und da haben wir wieder den gleichen. Und nur so wird man besser. Weil ich kenne Freunde von mir, die machen genau das, was sie nicht machen sollen. Die kämpfen einmal gegen mich oder ein paar Mal gegen mich. Sagen, ich habe keine Chance. Und das war's. Und wenn ihr dann weggeht und für euch alleine trainiert, ihr werdet zwar ein bisschen besser, aber ihr werdet nie gut genug für andere Spieler. Deswegen, verliert gegen Bessere so oft ihr könnt, denn nur dadurch werdet ihr besser. Punkt. Ich meine, selbst wenn ich die Videos von Pros sehe, ja, selbst ich als Noob-Spieler kann sehen, was sie falsch machen, was sie noch besser machen müssen. Das ist halt Standard, das sieht man halt. Was glaubt ihr, wie froh ich wäre, wenn ich gegen Nie und JDCR und oder The Main Man trainieren könnte, ja? So oft spielen könnte, bis der Tag vergeht. Ich würde dann wahrscheinlich 300-0 zurückliegen, aber das wäre mir scheißegal. Weil nur so wird man besser, Punkt. Schade, ich dachte, er taggt. Ah, hätte es getroffen. Von wo wusste der das? Dir. Das war jetzt. Ich habe jetzt fett Scheiße gebaut. Ich muss mal mit Jin anfangen. Der Typ ist gerade nur 2 Ränge besser als und ich war schon auf den Rang, auf dem er ist. Was kann ich machen? Der blockt einfach jeden Scheiß. Wow, Ehrenrunde für mich. Gegen den wäre es auch gut. Die ganze Zeit gegen den spielen, bis ich seine Technik raus habe. Bis ich weiß, was gegen ihn funktioniert. Krasser Backdash. Ah, der hat echt guten Abstand drauf. Respekt. Genau, ich gehe back in Sand Stance und er trifft mich mit einem High Launcher. Logik. Die brauchten. Keiner von meinen Mains hat einen Wall Splat. Im direkten, das verstehe ich nicht. Ja, und der hat meine Technik schon rausgefunden. Der weiß, wann ich von wo komme. Gegen den kann ich nicht gewinnen. Selbst wenn ich gewinne, es wäre unverdient. Alter. Da konnte ich mich nicht schützen, weil ich gerade eingewechselt worden bin. Nope, gegen den habe ich keine Chance. Der kennt mein System schon. Da kriegen wir nur Rankdowns. Ich nehme halt, vielleicht liegt es an meinen Mains. Vielleicht habe ich schon zu viel mit meinen Mains gespielt. Ich probiere es nur mit anderen Charakteren. Aber so läuft's normalerweise. Das ist völlig normal so.
Was glaubt ihr, wie überrascht ich war, als ich nicht nur in gelben Rang, sondern noch einen Rang weiter, also fast schon aus den gelben Rang raus bin? Ich dachte mir so, okay, irgendwas läuft hier falsch, so. Und mit denen muss ich halt noch spielen, damit ich aus dem blauen. Ja, komm, das machen wir jetzt. Ich will halt mit keinem Charakter mehr im blauen Rang sein und Paul ist noch der Einzige, der drin ist. Und ich überlege gerade, soll ich Paul drin behalten oder nicht? Weil es gibt ein paar Charaktere, mit denen wäre schon cool zu spielen, aber die sind halt alle nicht so konstant. And that's the thing, you know? Ich sollte eigentlich noch nebenher Final Fantasy rendern, aber. Ich mach das, wenn wir wieder hier im Trainingsmode sind. Ich krieg nicht mal den kompletten Devilman hin, wie schlecht. Hey, da geht noch was. Ja. Ah, ich kann's nur so machen. Ah, fuck. Geht's so? Auch nicht. Okay, was kann man denn? Das wollte ich doch gerade. Ich weiß, wie es funktionieren könnte. Das wäre dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hit. Okay. Na, come on. Geht doch. Ich habe das Mikro jetzt eigentlich leise gehört, aber ich höre mich so ein bisschen selbst und manchmal merke ich, wie der Sound so ein bisschen crackt, gerade wie hier, wenn ich etwas lauter werde. Genau das wollte ich eigentlich vermeiden. Deswegen habe ich es ein bisschen zurückgestuft, aber dann besteht auch wieder die Gefahr, dass mein Audio hier so leise wird, dass es ein bisschen vom Game Audio übertont wird. Wenn ich mir nachher die Aufnahme gebe beim Hochladen und so, weiß ich halt, wie das Verhältnis ist und dann kann ich sagen, okay, ich mache meine Stimme jetzt doch ein bisschen lauter und es ist trotzdem noch okay. Hoffentlich ist es dann auch so. Man sieht der komisch aus. Sidestep und dann, okay. Was zur. Das hat sogar nicht getroffen. Okay. Wechsel doch, du Vollidiot. Ja, jetzt kriege ich den hin. Das war so klar. Also wenn du das verkackst. Okay, das war assi knapp. Der hätte mich eigentlich schon viel besser killen können, aber der hat es wirklich drauf ankommen lassen. Ah, wegen einem Millimeter. Was zur Hölle macht der Typ? Der spielt so schrecklich mit Fang. Der muss echt noch lernen gehen. Ist doch nicht mehr schön, ey. Der hat einfach nur Rotz mehr nicht. Ja, träum nicht. Der greift einfach nur an, den ist Defense so scheißegal. Ich dachte schon, der kann sich dagegen nicht schützen. Okay, reicht. Wie, das hat nicht, der hat mich packen können und es wäre fertig gewesen. So Rotz, der hat einfach im richtigen Moment gewechselt. Okay, mit Guns. Sorry, du Pro. Kann ich auch gegen dich benutzen. Ach so, deswegen hat er sie zweimal an, weil er cool sein wird. Schade. Ich wusste doch, dass er von unten angreift. Ich gehe zur Seite und es trifft trotzdem, läuft.
Okay, jetzt habe ich verloren und ich bin selber schuld. Weil das hätte echt nicht treffen müssen und der hat mich sogar mit der Gun gekillt. Wie traurig war das denn bitte? Aber ich muss mir noch einen anderen Combo überlegen, weil mit Paul läuft da nicht was ganz richtig. Deswegen, ich bin noch nicht so gut mit denen und ich bin auch nicht so der Typ, der die ganze Zeit seine Quarter Circle Forward 2, dieses immer spammen will. Das ist einfach nicht mein Ding, aber das macht halt jeder Paul-Spieler. Es gibt nicht einen außer Help Me, aber der ist Koreaner, das darf man nicht vergleichen. Die machen immer nur das und wenn ihr das als Konter trifft, ja, dann kommt schon was Böses raus. Dann nimmt es Minimum 76 ab. Ja, da kann. Schön, mein Gott, das zeige ich euch kurz. Bei einem Konter 102 rauskommen. Ja, das ist ein 12-Hit-Kombo. 10 bis 12-Hit-Kombo. Ja, das trifft nicht mehr. Seht ihr? 8 Hit und zwar mit Konter. Das ist eigentlich schon assi viel. Und 96. Und dann haben wir 2 Hit über 100. Das ist doch einfach zu krass. Wenn man es schafft, durch einen Konter ein Great Combo hinzulegen, dann gute Nacht. Ich glaube, ich habe schon mal gezeigt in meinem Tutorial, was Great Combos sind. Das können halt nur bestimmte zwei Charaktere. Horlang Bike, Jin Devil Jin, Jin Asuka, Ananina, Paul Law, Jinpachi Katsuya. Vielleicht noch jemand, keine Ahnung. Aber dass Katsuya und Jun nichts haben, Heihachi und Katsuya, King und Aimer King haben nichts, Eddie und Christy haben nichts, Jun und Asuka haben nichts. Ich denke mir so, what the hell, oder wenigstens Jun und Anon. Was ja angeblich auch Jun ist, obwohl sie ihre Schwester ist, ist alles nur Geschwätz. Na, apropos Jun. Wen hat der? Hat der tatsächlich Jun und Bob? Oh mein Gott, nein, bitte nicht. Und der blockt auch noch. Das hing gerade wie. Hoffentlich seht ihr das. Ja, hau bloß ab, sonst verlierst du dein Rank up hier. Ist doch so nervig. Und so geht's die ganze Zeit den Tekken gerade ab. Deswegen. Und es liegt nicht an meinem Netzwerk. Es ist nicht so. Wenn ich. Ich gehe sogar online in SAO und stream noch dazu. Ja? Und dann bin ich hier noch online, verfolge sogar meinen Stream und bin mit meinem Handy in WhatsApp drin. Meine Eltern sind in Skype. Nix. Null. Gar nichts. Hier, ich habe so gut wie nichts an. Ich render hier was. Ja, gar kein Internet. Ich habe nur meine Playsee an. Mein Game Capture ist auch nicht mit dem Internet verbunden. Es hängt. Ich verstehe nicht, was der Scheiß soll. Ich check's einfach nicht. Vielleicht muss ich gucken, ob meine MTU-Einstellungen wieder rechts dran sind. Sebastian 13. Mit Bob als Grandmaster. Hör bloß auf. Wenn der jetzt einen Rank-Up kriegt, dann wissen wir, der hat nur kurz Charaktere gewechselt. Okay, doch nicht. Das sieht doch anders aus. Das funktioniert immer. Ich habe den Packer zwar geblockt, aber gut. Selber schuld. Selber schuld. Immer ein Millimeter. Ja, fast hätte es wieder getroffen, habt ihr es gesehen? Ja.
Ah, fast. Punish. 1, 2. Ja. Fast. Wie ich immer wie ein Idiot auf diesen String reinfall. Hä? Wieso hat das jetzt getroffen? Nein, ich wollte doch gar nicht. Fuck drauf, jetzt ist es halt so. Ne. Sorry, Daddy. Okay. Scheiße. Pech gehabt. Trocken. Das sagt man immer, wenn man 3-0 gewonnen hat in irgendeinem Game, jetzt nicht Tekken-spezifisch. Einfach nur trocken. Eiskalt. Alright, das erste richtig gewonnene Match. Wow! Ich mache das jetzt nur so lange, bis Paul sein Rank-Up kriegt und dann wechsle ich sofort die Charaktere. Ich bin sowas von schrecklich mit den zwei. Muss sogar als Counter-Hit treffen. Ernsthaft jetzt. Ernsthaft jetzt. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Da seht ihr es, 8 Hit 91. Ich könnte, glaube ich, sogar. Das ist gut. Denn das hier. Krasses Bild. Und dieses N von Paul, das ist genau dieselbe Bewegung. Also das und das. Krass, Double Tag. Ja, mit Paul kriege ich es irgendwie nicht hin. Mit Dragunov kriege ich es hin, obwohl es eigentlich genau dieselbe Eingabe ist. Es ist einfach nur Quarter Circle Forward 1. Also Down, Down Back, Forward 1. Viereck. X bei der Xbox, glaube ich. Das ist halt ein Slide von unten nach vorne. Deswegen Quarter Circle, also ein Viertelkreis Forward nach vorne. Weil die Position oben und unten kommen ja immer vor, links und rechts. Habe ich ja in meinem Tutorial schon erwähnt. Ah, okay. Rank Down für dich, schön. Rank Down für dich, Rank Up für dich, schön. Kriegst du aber nicht. Obwohl, gegen den zu verlieren ist nicht so schlimm. Man kriegt Rank Ups je nach Kampfpunkte. Und wenn man gegen... Man kriegt halt immer, je nachdem welchen Gegner man hat, gleich viel Kampfpunkte. Und gegen selbst, also gegen Leute, die den gleichen Rang haben, kriegt man immer so 30. Gegen Leute mit höherem Rang mehr und gegen Leute niedrigeren Ranges kriegt man weniger. Das heißt, es ist auch nicht so schlimm, wenn man gegen einen verliert. Das muss man so sagen, auch wenn es teilweise logisch klingt. Wenn man gegen einen verliert, der, ach komm. Fuck, hätte ich es doch einfach nicht gemacht. Wenn man gegen einen verliert, der ein paar Ringe drunter ist, dann verliert man auch nicht so viele Punkte. Man kriegt zwar, man kriegt immer welche dazu, auch wenn man verliert, aber die Möglichkeit, ein Rank Up zu kriegen, senkt nicht so krass, wenn man gegen Leute niedrigeren Ranges verliert. Schwere Geburt war das gerade. Genau, wenn ich einen Tag trifft. Der kriegt mich gerade mit jedem Scheiß. Als ob ich der Noob hier wäre. Wahrscheinlich bin ich das auch. Ja. Der hätte mich einfach packen können und fertig.
Ich wusste es. Was für ein Comeback. Fuck. Und ich duck mich auch noch. Man vergisst total den Fact, dass Law einer meiner Mains ist. Was zur Hölle? Der hat als Konter getroffen. Egal, kassiert. Fertig. Klar trifft seins zuerst. Ich war doch weit weg. Wie einfach jeder Scheiß von dem trifft. Ja, genau. Komm. Jawohl. Das war ein... Der hätte nur 1% mehr Leben haben müssen und der hätte es überlebt. Klar. Machen wir hier Ballett oder sowas. Und jetzt die ganze Zeit... Ich hab doch getaggt! Der hat jetzt sowas von unverdient gewonnen, weil ich drück tag, 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 tag. Und der wechselt einfach nicht, der bleibt einfach liegen. Hätte ich das gewusst, dass es nicht funktioniert, wäre ich natürlich zur Seite gerollt. Bullshit. Na egal, der hat gewonnen, fertig. Was soll ich machen? Ich kann mich jetzt den ganzen Tag beschweren, aber ändern wird sich da nichts. Das ist mir irgendwie noch viel zu schwach. Und das hätte ich auch machen sollen, ich Idiot. Okay, so viel mehr nimmt's doch nicht ab. So, 7-9. Und wie viel hat der normale abgenommen? Ja, das war der nicht. Nein. Der muss schon Running treffen. Genau, der hier muss treffen. Genau. Das war so klar, dass ich das verkacke. Das war nicht der Running. Doch, das war der Running. Man sieht es an den Schaden. Der muss mindestens 45 beim zweiten Hit abnehmen. Ja, egal, das probieren wir danach. Wie gesagt, ich mache... bis zum Rank Up für Paul, was wahrscheinlich nicht passieren wird, weil wir einen Rank Down kriegen. Und dann nehme ich andere Charaktere. Ich habe irgendwie gerade die ganze Zeit Lust auf Steve, aber ich habe keinen Plan, wen ich dazu nehmen soll. Scheiße, ich wollte doch rendern. Fuck. Egal. Ich bin fast fertig mit dem Rendern. Mir fehlen nur noch ganz wenig Parts. Und dann habe ich Final Fantasy 13 2 komplett. Bullshit. Jokasan. Ey, das sieht fresh aus. Nicht schlecht. Willst du jetzt die ganze Zeit das gleiche machen? Okay, warum kein Running 2? Selber Schuld hätte ich wechseln sollen. Ich hatte schon Angst, dass der nicht trifft. Das sieht cool aus. Eine Lili-Kleidung, die mir mal gefällt. Ich wollte eigentlich was anderes machen, aber scheiß drauf. Ich habe gut abgenommen. Hey, ich habe doch... Punish. Round 3. Fight.
Schade, ich hätte es nicht so weit ausdehnen sollen. Hätte ich jetzt Tag gedrückt. War das jetzt Absicht? Geh mal weg von der Wand. Ich hasse diese Attacke. Und es trifft auch noch das Follow-up. Wie eklig war das denn? Ich gehe zur Seite. What the fuck? Wie gerade einfach alles von dem trifft. Einfach alles. Und er kommt mit allem noch. Alter. Nicht ein Hit von mir. Und der hätte sogar den hier auch noch geblockt. Einfach zu krass. Hä? War der nicht von unten? Genau das wollte ich nicht. Idiot. Konntheit. Ich konnte nicht wechseln. Ich wollte wechseln, ich konnte es nicht. Okay, das führt zu nichts. Wir verlieren und verlieren und verlieren und kriegen dann wieder einen Rankdown. Aber das ist die Realität. So schlecht bin ich. Ich weiß gar nicht, wie lange ich aufnehme. Gerade anderthalb Stunden ist das Maximum. Jetzt nehme ich Steve und mal gucken, wie wir dazu nehmen. Ich nehme mal Katsuya. Oder soll ich Katsuya nehmen? Ich muss mal gucken, wie weit der ist. Brawler, okay, das passt. So, Ich nehme Roy aus Rival Schools United by Fate. Und Vegeta aus Dragon Ball Z. Ja. Weil da gibt's nämlich ein Combo. Ich finde den so krass. The Main Man hat den schon so oft gebracht. Und ich schaff den einfach nicht. Und zwar geht er folgendermaßen. Das ist echt Skill. Das ist echt Timing Skill. Wenn ihr das drauf habt, das ist echt krass. Und zwar macht ihr 3 EWGFs. Ich krieg nicht mal mehr 3 hin. Und dann macht ihr... Krank! Ich hab's hinbekommen. Das war... Ich hab so gedacht, okay, trifft eh nicht. Und auf einmal, boom. Ich müsste jetzt eigentlich nochmal ausprobieren, aber das war echt krass. Das war echt krass. Okay, wenn Steve's Bam trifft, dann kommt Katsuya rein. Dann können Katsuya lasse ich ein EWGF machen und dann den Rest mache ich mit einem String von Steve und fertig, ja. Aber ganz ehrlich, das war, glaube ich, gerade mehr Rotz als alles andere, weil ich hätte nicht in 1 Million Jahren erwartet, dass das einfach so unbewusst trifft. Das war jetzt gerade zu krass. Weil als ich das in einem Punish-Video, nein, Pain-Video nennt er die ja, von The Main Man gesehen habe, ich dachte mir so, kranker Typ. Das tut mir aber leid. Round 1. Fight. Sonst noch was? Okay, noch was? Es war so klar, dass er jetzt von unten kommt. Wie die Leute einfach mal nur so dumm rumspringen, um andere zu verwirren, das ist doch so bescheuert. Weil ich gewechselt habe, habe ich kassiert. Ich Vollidiot. Ich sag doch, mein Tag-Timing ist absoluter Dreck. Und er dankt sich einfach und launcht mich. Kranker Typ. Kommt jetzt noch was? Okay.
Ah, nicht Devil Jim. Selber schuld, wenn du nicht wechselst. Schade, fast. Sehr schön. Ah. Ah, ein bisschen später. Klar kriegt er mich. Ich hätte einfach nach... Nein, nach hinten rollen hätte auch nichts gebracht. Bam, nix Seite. Selber schuld. Okay. Das hättest du aber besser machen können. Von wo wusste der das? Ich gehe zur Seite. Okay, das war jetzt krass. Und das war irgendwie unnötig. Schade, ich dachte, es trifft. Okay, ich habe zwar oft gepackt, aber was wollt ihr machen, wenn ihr noch so wenig Leben habt? Der Typ ist selber schuld. Ich habe schon so offensichtlich und so langsam gepackt. Und ganz ehrlich, was hätte ich machen sollen? Hätte ich von oben angegriffen, hätte es geblockt. Hätte ich von unten angegriffen, wäre ich gepunished. Also ich wäre gestorben, sozusagen. Da ist es doch klar, dass ich packen werde. Und alles, was der... Ich habe die ganze Zeit nur einen Packer benutzt. Alles, was man da machen muss, ist direkt zu spammen und fertig. Ja, der will seinen Rang nicht verlieren. Und kriegt es nicht hin, nach dem dritten Packer einmal kurz Strike zu drücken. Also da fühle ich mich überhaupt nicht schuld. Sorry, da kann er mich jetzt nennen, wie er will. Da kann er mir schreiben, was er will. Das ist mir wurscht. Ja, wenn du schon Fighter sein willst, dann musst du wenigstens wissen, nach dem dritten Mal, dass der gleiche Packer kommt. Und vor allem, die Two-Packer, die Dreieck-Packer sind dadurch erkennbar, dass die den Gegner auf die andere Seite schmeißen. Das ist mittlerweile dreimal passiert. Und der Typ checkt's nicht. Also, sorry, dann kann ich auch nichts dafür. Oh, nee, nicht schon. Nicht der schon wieder. Ich hab nichts gegen Nina. Nina ist ein cooler Charakter, aber Anna gefällt mir gar nicht. Vor allem dieses Bitch-Sein, das muss überhaupt nicht sein. Ja, und auch noch so eklig klein. Ich hab nichts gegen die Farbe, aber das Outfit mit den Haaren. Sieht aus wie das nicht Rotlicht, sondern rosa oder pinklich. Wow. Sonst noch was? Hey, ich habe doch gar nichts gemacht. Wieso hat es getroffen? Ich bin doch nur nach hinten gelaufen. Hä? Hä? Egal. Genau das wollte er und er hat es auch hingekriegt. Weil ich so dumm bin und mich auch treffen lasse. Die Camera-Enkel sind gerade nicht auf meiner Seite. Achso, das ist low. Fahrt's mal ab. Deine Pokes gehen mir auf den Sack. Ah, voll verarscht.
Deine Pokes gehen mir sowas von auf den Sack. Fatzer. Du schnitzt nimmer. Ne. Safti. Dobli, Safti. Dobli. Ah, immer mein Elders, Alter. Ich bin selber schuld, wenn ich mich von einem... Warum müssen die mich ablenken? Wenn ich mich von einem 10-String treffen lasse, bin ich selber schuld. Ich kenne den auswendig. Ich hätte locker blocken können. Bullshit. Ich hätte die Tür einfach abschließen sollen, ich Idiot. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt kurz. Weil es zieht nicht. So. Alter, alter, alter. Hallo, hallo, gut. Und meine Mutter hat mir Michael Jackson Socken besorgt, ja? Sieht er aus wie so eine zweite Version von seinem Handschuh, aber cool. Darf man als Junge sowas überhaupt tragen? Ich weiß es gar nicht. Ich geb mir so ein Stück Kuchen, ist mir jetzt scheißegal, wenn ihr mir beim Fressen zuguckt. Scheiße, der ist schon hart geworden. Fett ins Headset, Alter. Fuck it. Bullshit. Get ready for the next battle. Kenn ich den schon? Verbindung von 1, verpiss dich. Okay. Don't let me down. Okay. Round 1. Fight. Wenn du darauf reinfällst, selber schuld. Fist of death in your face. Bam! Ich Idiot. Warum hat er nicht getaggt? Der hat jetzt gewonnen. Okay. Sorry für deine Power Attacks. Ich renn rein wie ein Idiot, ich bin selber schuld. Ich hätte nichts drücken dürfen. Was macht der Typ? Ich hab... Egal. Der gewinnt nicht. Der ist nicht so gut. Ja, block halt. Shoot.
sorry. Was Besseres fällt dir nicht ein, wa? So Rotz. Ja, der Typ hat wirklich Rotz. Nee, du packst mich nicht. Hätte ich dich einfach nur verteidigen müssen. Selber schuld. Warum macht er keinen Follower? Ich meine, der ist Marauder mit der. Der spielt wie ein zweiter, dritter Dan, wie ein Disciple. Alter, du gehörst hier auf gar keinen Fall in den Rang, Alter. Kein Wunder, dass du einen Rank Down kriegst. Willst du jetzt die ganze Zeit das Gleiche machen, oder was? Denkst du, damit kommst du ehrlich durch, oder wie? Immer wenn ich Sidestep-Attacken mache, kommt er mit seinem Dash. Fass mal ab! Ah. Dieser Typ hat so Rotz gerade, das ist doch unglaublich. Der hat einfach zu viel Rotz. Der hat einfach assi Glück gerade. Mehr ist es nicht. Ich roll mich zwar zur Seite, aber gut. Ja, du denkst auch. Ja, ich kann auch rein wie ein Idiot. Oh, jetzt aber. Jetzt will er nur von unten kommen, oder wie? Ja, greif an oder mach was. War klar. Selber schuld. Ich hätte es locker gewinnen können. Und so ein Noob gewinnt gegen mich. Ich habe echt Unglück. Ist doch einfach nur lächerlich. Ist doch einfach nur lächerlich. Ich verliere gegen solche Noobs, die es nicht mal verdient haben zu gewinnen. Ich meine, der Typ, der gehört fast nicht mal mehr in den blauen Rang. Und der macht mich trotzdem kaputt. Und das, weil ich... Das ist mein größter Fehler in Tekken. Das ist meine allergrößte Schwäche. Und es ist was, wo ich überhaupt kein schlechtes Gewissen oder so haben müsste, wenn ich es anderen Leuten erzähle, weil es einfach was ist, wogegen weder ich noch mein Gegner was... Also ich kann dagegen mehr machen, als mein Gegner sich dafür rausholen kann. Und das Ding ist, wenn der Gegner für mich viel zu leicht ist, dann ist es schon unbewusst bei mir so, dass ich mir die Zeit... zum Spielen lasse, ja? Mit dem Gegner. Ich probiere Kombos aus. Ich probiere Sachen aus, die ich im Training machen würde. Ich nehme den Gegner nicht ernst, weil ich zu viel Spaß am Spiel selbst habe. Wenn mir so viele Möglichkeiten gegeben werden, weil der Gegner nicht so gut ist. Und genau das ist meine Schwäche. Ich müsste eigentlich jeden Gegner komplett ernst nehmen. Und das ist auch so, wenn ich gegen viel stärkere Gegner spiele, ja? Wenn ich jetzt gegen einen der besten Spieler überhaupt in Tekken spielen würde und er würde mir eine kleine Lücke lassen, wo ich mit den Gedanken komme, ich könnte aber jetzt das machen und das wäre cool jetzt, dann mache ich das auch ohne daran zu denken, aber dann verliere ich wahrscheinlich. Das ist dann komplett bei mir weg und genau das ist meine abgefuckte größte Schwachstelle. Ich weiß nicht, von wo ich sie habe und ich weiß auch nicht, wie ich sowas loswerden kann. Ich kann während eines Kampfes einfach nicht komplett ernst bleiben und das ist einfach scheiße.
Ich kann euch mal sagen, ab wann das so bei mir ist. Ich bin gerade nicht richtig im Game drin. Zum Glück habe ich da gewechselt. Ah, fuck. Sehr schön. Sorry, Steve, aber das muss jetzt sein. Pech. Wenn du dich die ganze Zeit so dumm rumbewegst. Wow. Ja. Ich Idiot, hätte ich... Genau das war's. Genau das war's, weil hätte ich das hier nicht gemacht, hätte ich diese Runde auch nicht verloren. Ah, das trifft ja sogar auf den Boden, habe ich komplett vergessen. Ich wollte nur kontern und nicht mal das schaffen. Ich habe doch geblockt, verdammt. Mit einem Down One kriegt er mich, okay. Dieses scheiß Pokémon. Warum hat er nicht getaggt? Okay, jetzt wenn ich verliere, bin ich selber schuld. Easy. Der spielt so, als würde der sein Leben verlieren, wenn er... Alter. Bleibt doch mal locker, Alter. Ihr stirbt doch nicht, wenn ihr verliert. Was geht? Die tun so, ihr weißt, als hätten die hier so eine riesen Lanze, so einen Millimeter weiter weg. Und der Typ, der die Lanze hält, wenn du verlierst, dann stirbst du. Ha. Es ist nur ein fucking Spiel. Es ist kein Reality-Überlebenskampf in Tekken. Rafft euch doch mal. Alter. Habt ihr mal gesehen, dass die größten Spieler überhaupt, JDCR, Nee, wie heißt der andere, den ich nicht so mag, Nobi, Help Me und so, diese ganzen Pros, die immer in den Top 8 sind, ja, nimmt von mir aus auch Speedkicks und Incog und die ganzen Leute mit Mainman, ja, habt ihr mal gesehen, dass die in einem Game so... Ich muss spielen, sonst sterbe ich. Ich muss gewinnen, sonst sterbe ich. Ich muss das machen, so. Null! Die chillen ihr Leben, die zocken da und gucken. Klar sind sie konzentriert und gehen voll ab, aber die sind so drauf, als hätten die gerade einen Johnny geraucht, ja? Und ihr Leute da voll so, ich muss gewinnen, sonst sterbe ich. Ich denke mir so, Alter! Ja? Wir sind hier nicht in Real Life Reality SAO, wo du stirbst, wenn du verlierst. Ich meine, so kommt man doch nicht weiter. Oh mein Gott. What the fuck is wrong with those guys, weißt? Du denkst dir so, ja, komm, Verbindung von 1. Lass spielen, cooles Game, Dragon Ball Fan. Alles fresh. Und auf einmal kommt da so ein Mad Gamer rüber. Und du denkst dir doch, Alter, ist doch alles cool, chill dein Leben. Dann gewinnst du halt, wow. Oh mein Gott. Ich meine, sowas ist auch etwas, wo mir sagt, okay, ich habe keinen Bock mehr.
Da geht es mir nicht um das Gewinnen oder Verlieren, sondern dass Leute das so ernst nehmen müssen, dass man den kompletten Spielspaß aus dem Game wegnimmt. Das ist doch voll uncool. Verkackt. Das ist doch echt krass, ey. Das war jetzt mehr Glück von mir als alles andere. Zum Glück habe ich das noch so getroffen, sonst hätte es mir viel mehr abgenommen. Ich habe mich zwar von unten geschützt, aber nein. Klar, die ist ein Super Saiyan, deswegen kann die so Luftkombos. Gerade wenn ich ein Combo mache, muss die Verbindung reinkacken, genau. Ich muss wieder wechseln. Selber schuld. Ich habe schon mindestens dreimal gleich angefangen und er hat bis jetzt noch nicht geblickt, worum es geht. Mal gucken, ob das bei dem funktioniert. Hey, es hat funktioniert. Nee, sorry. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich das im Kopf haben werde, wie lange mich das aufregt. Wahrscheinlich bis irgendwas Spannendes passiert. Dann lenkt mich das so sehr ab, dass ich nicht mal an diesen Bullshit denke. Aber dieses Rage Game, hört doch auf. Hört doch auf. Bam, das sieht richtig fresh aus. Wenn ich den so sehe, dann vermisse ich übel Rival School. Schade, dass es nicht weitergeführt worden ist. Die hätten mehrere, mindestens 5 Teile daraus machen sollen. Ein für die PS2, ein für die PS1 und 2, die gibt's ja. Dann mindestens 1 oder 2 für die PS3 und jetzt noch mindestens 1 für die PS4. Marik666, okay, wir wissen Bescheid. Alter, hat der viele Fights, der muss echt gut sein. Aber ich glaube nicht, dass das sein Main ist. Ich meine, nach fast 8000 Wins, ist es sein Main. Aber gut, deswegen hat er mindestens 7 Wins hintereinander. Hätte ich einfach nicht angegriffen, ich Idiot. Dann hätte ich das alles jetzt nicht kassiert. Mal gucken. Es funktioniert. Psst, was war denn das? Schade. Zum zweiten Mal und er blockt's nicht. Mal gucken. Okay, 2-0 für mich. Jetzt musst du mich einholen. Two.
Ich hätte mich in Devil verwandeln müssen. Kein ewiger F. Jetzt rastet der komplett aus. Ah, verreckt Fist of Death. Bam! War es trocken? Ja, es war trocken. 7 Wins. Tja! Was war der nochmal? Ich hab's leider nicht gesehen. Geil, ein Stern. Das heißt, wir kriegen Fett Cash in der Reihe. Ich hab echt vergessen, was der war gerade. Irgendwas Höheres als ich. Irgendwas. Fast Honey. Eigentlich müsste ich mit der Fist of Death am Ende treffen. Also mit meinem Running 2. Die heißt eigentlich gar nicht so. Ich mag es nur, die so zu nennen. Aus dem Grund, weil ich so viele Leute schon damit gekillt habe. Und das ist einfach das Beste an Steve. Wenn man jemanden mit seinem Running 2. Bam! Tot! Hat mein Handy gerade vibriert. Ich habe auch diesen Smartphone-Wahn. Es hat wirklich. Wenn ich mein Handy in der Hosentasche habe, dann denke ich so, oh, hat gerade vibriert. Dann hole ich es raus, guck und nichts. Das ist so eine Art Handy-Wahnsinn, so Smartphone-Wahnsinn. Keine Ahnung, wo das kommt, aber langsam habe ich das nicht mehr, weil ich auf diesen ganzen Social-Network-Scheiß und so einen Fakt drauf gibt. Das Einzige, was mich nur noch interessiert, sind meine YouTube-Videos und Gameplay allgemein. Voll verkackt, aber übel Combo verkackt. Und schon wieder verkackt. Das war gerade wieder so ein Moment, wo ich echt, wo ich echt, mir zu viel Freiraum gelassen habe. Der weiß, was er macht. Der weiß, was er macht. So rot. Jawohl. Fuck. Hätte ich das gewusst, hätte ich doch lieber direkt tanken lassen. Ich Vollidiot. Schon wieder verkackt. Seht ihr, wenn ich zu viel Freiraum habe, ich hätte einfach den ganzen ersten Combo am Anfang nicht verkacken dürfen. Dann wäre das jetzt alles anders. Na, ich kassiere und kassiere und kassiere. Klar, das ist das erste Mal, dass ich so ein Kombo sehe, aber klar, dass der gerade mich trifft. Ich hätte es nicht riskieren dürfen. Ich hab doch... Egal, trocken verloren. Weil ich es einfach nur verkackt habe. Lucky Box. In Tekken Players, bei der Tekken Gruppe. Okay. Was? Safina soll kein Online-Spammer sein? Okay, dann muss ich jetzt schnell zurückschreiben. Erstmal auf Englisch stellen. Ah. Space, Space, Space. Da sagt halt einer, der ist, spielt mit Safina und die Spam angeblich nicht. New Challenger. Ja, geht.
Get ready for the next battle. Ich bin echt zu langsam. Ja, lass ruhig. Gott. Gerade noch rechtzeitig fertig geworden. Wen hat er als zweites? Hallo. Das funktioniert eben mehr. Ich dachte schon, der bricht ab. Wollte ich mich jetzt damit ablenken, damit ich den Combo nicht hinkrieg. So. Round 2. Na. Sehr schön. Das war Rotz. Verteidigen mal vielleicht. Ja, was zur Hölle soll das? Wenn du so eine scheiß Verbindung hast, dann geh doch erst gar nicht online, Mann. Das hätte eigentlich getroffen. Was? Wenn du wegen der Verbindung deine allgemeine Defense nicht haben kannst, wie sollst du dann spielen? Funktioniert bei mir nicht. Schade, hätte gern mit der Fist of Death gemacht, aber wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wann das abbricht. Deswegen, wenn es abbricht, sorry dafür. Ich müsste mir echt einen Timer aufstellen, was ich immer und immer wieder vergesse, wenn ich mit dem Ding spiele. Und ihr wisst, was ich am Ende immer sage, wenn es vorbei ist. Deswegen sollte das irgendwann mal einfach mal... Ich sag so. Warum habe ich nicht gleich daran gedacht? Ja, geht. Ich muss mal was ausprobieren. Nein, das wollte ich nicht. Das scheint anscheinend wirklich nicht zu treffen. Depreciert. Get ready for the next battle. The boss 1000. Times. Oh nein, 1000. Okay. Von mir aus. Berserker. Das, was mein Katsuya eigentlich werden soll. Let's go. Round 1. Fight. Schlag.
schlecht, du hättest launched sollen. Ne, gelauncht hatte er. Ich meine juggeln so. Wie das einfach immer funktioniert, das ist langsam lächerlich. Na, ich hätte mich nicht ducken sollen. Aber jetzt hat das gescheit gemacht. Will jetzt die ganze Zeit packen oder was? Hier, kann ich auch. Selber schuld. Round two. Fight. Fist of Death! Sehr schön. Fist of Death! Ah. K.O. Round 3. Fight! Ja, eine Sekunde später. Süß. Schade, ich dachte, er fällt drauf rein. Genau das wollte ich gerade machen. Der trifft auch noch. Fist. Ah, schade, doch nicht. Ah, ich hätte warten sollen. Ich war wieder zu voreilig. Ich denke immer, der kommt von unten und dann macht er Forward, Forward 3. Hä? Ja, lehn dich ruhig mit deiner Stirn an meinem Ellenbogen an. Der geht jetzt aber nicht raus, oder? Ernsthaft. Ekelhaft. Grauenhaft. Ich muss auf der anderen Seite probieren. Falsch. Nein. Will nicht. New Challengers. Da steht, mir hat jemand geschrieben, aber da steht gar nichts drin. Sinn? Naja, wie auch immer. Steht immer noch da. Weg, weg. Emilion, One Piece Fan vielleicht? Okay, let's fight. Round one. Fight. Noch was? Mit was willst du noch durchkommen? Nur weil ich mich geduckt habe. Traurig, einfach nur traurig. Einfach nur traurig. Genau, nichts von mir trifft, damit. Hoffnung. Wie viel später hat das jetzt getroffen? Räumlich. Hä? Ich bin einfach nur schlecht. Ich bin einfach nur schlecht. Punkt. Fight!
Zum Glück habe ich mich da bewegt. Selber schon. Wie konnte ich das jetzt? Ich habe die falsche Richtung gedrückt, deswegen habe ich es verkackt. Bam, in dein Gesicht, Alter. Wieso drücke ich etwas? Ich hätte einfach nichts drücken sollen. Jawohl! Jawohl! Pech. Wollte ich doch gar nicht. Genau. Jawohl. Das hätte mir schon viel früher einfallen sollen. Selber schuld. Und von 2-0 auf 3-2. Bam. Nee, eher so. Bam. Okay, das war jetzt zu viel, ist gut. Kranker Scheiß. Aufladen. Bam. 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 94. Okay. Das heißt zweimal dieser Combo und der Gegner ist weg. Und zwar sicher. Ready for the next battle. Okay. So. Ah, wieder dieser Boss. Ist da nicht die Verbindung abgekackt? Okay. Träum nicht. Das hat sogar getroffen. Respekt. Aber er hat es nicht verwandelt. Trade. Nur weil ich was machen wollte. Ja. Selber schuld, selber schuld, selber schuld. Na toll. Klar ist Science schneller. Pech. Yeah.
Nur weil ich unbedingt die Fist auf der Frau raushauen wollte. Na. Ja. Gut, er war einfach besser. Warum hat das nicht rausgehauen? Das war gut, aber das war schlecht. Warum mache ich so Bullshit? Wieso hat es... Ich wusste, dass er... Ich habe gerade fett scheiße gebaut. Ich bin total selbst schuld. Total. Ich habe gerade fett scheiße gebaut. Der erste und der zweite Gegner, die hätten beide nicht treffen dürfen. Total selbst schuld. Jetzt nehme ich ein paar andere, sonst wird es zu monoton. Hoffentlich haben wir noch Zeit. Wie gesagt, ungefähr 1,5 Stunden geht's. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Und... Spielen wir mal mit den Zweien, weil die sind noch Brawler. Mit Trunks und Sanji. Ich könnte eigentlich Heihachi und Armor King nehmen, aber ich nehme die zwei. Hier kann man sich eigentlich auch ein Piccolo bauen mit Ancient Ogre, aber da fehlt es Toban. Oder wenigstens diese Hörner da. Bam. Genau, da wollte ich doch was Neues machen. Hätte ich schon fast vergessen. Okay, ich bin definitiv zu langsam. Ja. Na komm. Nein, ich muss bam, bam, bam. Was mache ich da? Bam, bam. Bam, bam, bam. Nein. Bam, 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 bam. Genau. Das muss ich machen. Das muss er treffen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ein 10er-Hit, wenn alles trifft. Bin mir nicht sicher, aber es müsste ein 10er-Hit sein. Nein, Spaß, aber. Nicht. Die Kleidung ist echt fresh, aber der Charakter ist nicht so. Ah, die spielen zu zweit per Play. Und ich hau da noch rein wie einige. Was? Nur weil ich